Hallo zusammen. Habt ihr schon mal was von einer Kakophonie gehört? Nicht? Ja, am Ende des Videos könnt ihr sagen, schon. Wir wollen heute ein neues Boilement kennenlernen, aber zunächst mal erinnern wir uns, dass das hier unser Taster war, schon mehrfach eingesetzt. Also Taster und das hier unser Schalter. Man kann auch sagen, ein Ausschalter. Derzeit, wie er gezeichnet ist, ist er aus. Und er hat eben zwei Positionen. Und dann gibt es den Umschalter. Und wie der Name schon vermuten lässt, zeichnet man den hier so mittig. Und der hat dann zwei Konfigurationen. Der schaltet eben zwischen hier und hier um. Und ich glaube, das brauche ich nicht erklären, dass der Strom dann entweder so oder so fließt. Die gibt es auch mit drei oder vier oder mehr Kontakten. Und es gibt auch Schalter, die sozusagen so aufgebaut sind. Das sind wie zwei separate Umschalter, aber die sind mechanisch gekoppelt, sodass, wenn man den Schalter umlegt, beide gleichzeitig umgelegt werden. Und im amerikanischen Sprachgebrauch gibt es dafür Abkürzungen. Die Anzahl der Teilschalter, der einzelnen Schalter, sind die Pole. Hier haben wir also einen Pol, ein P. Das steht für Pol. Und hier haben wir 2P, zwei Pole. Und dann ist die Frage, wie viel Aufwürfe der hat, sagt man. Also wie viel Position, auf die er springen kann. Hier hat er tatsächlich einen Aufwurf. Und das nennt sich ein T. Und das T steht für Throw. Also draufwerfen. Es gibt einen Pol, den kann man auf ein Ding draufwerfen. Und das ist ein Two-Pole-Double-Throw. Also, das würde man sagen, ein Two-Pole-Double-Throw. Das ist wichtig, weil wenn ihr mal solche Boilemente kaufen wollt, man kann auch natürlich sagen, Zweifach-Umschalter, das geht auch. Aber oft in Katalogen findet man diese Abkürzungen und dann hat man das schon mal, hat man das auch schon mal gesehen oder gehört. Und das ist natürlich für viele Sachen wichtig, so ein Umschalter, nicht nur ein Aus für die Betriebsspannungsversorgung, sondern vielleicht will man auch beim Oszillator einen Widerstand dazu schalten oder nicht. Also fangen wir mal an mit unserem Schmidt-Trigger-Oszillator, das Primitivste, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Wir haben hier, sagen wir mal, 47 Kiloohm und wir haben hier 10 Nanofarad. Und dann kommt, wie wir wissen, hier eine Rechteckschwingung raus mit einer bestimmten Frequenz. Die Zeitkonstante Tau könnt ihr dann auch mal ausrechnen. Und die Frequenz, also sozusagen das hier, ist eine Schwingungsdauer, eine Periode, groß T. Schreiben wir hier mal hin. Eine Periode. Und die Frequenz F ist dann 1 durch T. Wenn die eben so und so lang Frequenz ist eben Schwingungen pro Sekunde in der Einheit Hertz. Und groß T, die Periode, die wird natürlich in Sekunden gemessen. Und wenn ich eine Sekunde brauche für eine Schwingung, dann kann ich natürlich in einer Sekunde genau eine Schwingung unterbringen. Das heißt, wenn ich eine Sekunde bei der Periode habe, dann ist das, hat es eine Schwingung von 1 Hertz, die Frequenz. Und wenn die sozusagen 0,1 Sekunden dauert, dann kriege ich natürlich 10 Perioden in eine Sekunde rein, also hat die 10 Hertz. Wir werden davon noch mehr kriegen, aber das ist sozusagen mal ein leichter Einstieg. Wir besuchen ja die Themen mehrfach. Worauf ich hinaus will, ist dieses neue Bauteil, was wir jetzt kennenlernen, das hat elektronische Umschalter. Und zwar ist das Symbol dafür ganz normal, der Umschalter. Hier habe ich es jetzt oben in der Ruhestellung hingemalt und dann ist hier ein Kasten drum. So. Und dann hat es hier noch einen weiteren Anschluss. Hier im Kasten ist es gestrichelt und das ist ein sogenannter CMOS-Umschalter oder Switch auch im Englischen, Umschalter. Also Single Pole Double Throw. Und das Witzige ist,
Das hier ist, und das kommt uns natürlich dann für die Robotik später gelegen, das sind Ein- und Ausgänge. Das heißt, wie bei einem echten Schalter, der ist natürlich intern elektrisch aufgebaut und das werden wir uns natürlich noch angucken, wie der intern aufgebaut ist zu einem späteren Zeitpunkt. Aber hier ist ein Logikpegel 0,1, also Ground oder 9 Volt, je nachdem, was die Spannungsversorgung ist, Ground und die Spannungsversorgung. Und er schaltet dann hin oder her. In der gezeichneten Stellung ist die Nullposition, wenn 0 an diesem Control-Eingang ist, also da könnten wir jetzt hier auch CTRL für Control abkürzend hinschreiben. Und dann sind entweder die beiden Kontakte verbunden oder die beide. Ja, und damit kann man genau sowas machen wie den Oszillator hier oben. Wir können also, machen wir das mal hier hin. So, und dann machen wir hier mal die 47 Kiloohm nochmal hin. So. Und die 10 Nanofarad, wie gehabt. 10 Nano, 47K. Und jetzt können wir hier so einen Umschalter machen. Zack, zack. Sagen wir, der ist normalerweise hier unten. So. Das hier wird nicht angeschlossen. Aber hier oben machen wir noch einen zusätzlichen Widerstand hin. Meinetwegen nochmal 47 Kiloohm. Dann wird er, wenn der Schalter hier umgelegt ist, hat er natürlich die halbe, den halben Widerstandswert. 47 und 47 Kiloohm sind dann parallel geschaltet. Und dann wird er doppelte Frequenz haben. 0,1. Ne? Also ba, ba, wenn beide parallel sind. Oder man kann es auch in Serie machen, den ein- oder ausschalten. Also eine andere Variante wäre auch sowas hier. 47 Kiloohm. Und hier auch nochmal 47 Kiloohm. Und hier geht es direkt durch. So. Und über diesen Pfad hat es nur 47 und über diesen Pfad hat es 80, 94 Kiloohm, ja, also es wird dann zwischen 47K und, was hatte ich gesagt, 94K hin und her geschaltet. Und das hier würde hin und her geschaltet zwischen 47K und der Hälfte und das sind 23,5K, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und so kann man die Frequenzen verändern und das kann man natürlich auch auf die Spitze treiben, dazu eben zum Schluss mehr. Was man aber natürlich auch machen kann, weil die in beide Richtungen gehen, kann man die natürlich so betreiben, dass man hier so und dann nehmen wir einen zweiten Schalter oder zweiten Umschalter. So und dann kann man das hier, das Signal, hier ein Signal reingeben und das auf zwei Kanäle verteilen und hier kann man zwei Signale, die man hat, wieder auf einen Kanal verteilen, indem man das umschaltet. So. Und ich mache hier nochmal umgekehrt sowas hier hin, dass man sich ein bisschen dran gewöhnt. Und was man dann zum Beispiel machen kann, dass ich hier ein Signal A und hier ein Signal B einspeise. Und sagen wir mal, ich habe hier eine lange Strecke, wo das Kabel teuer ist. Dann habe ich hier eine Verbindung. Und ich habe denselben Rechteckoszillator hier und denselben Rechteckoszillator da. Dann kann ich hier das Signal A und B wieder generieren. Das, wenn ich das also schnell hin und her schalte und ich schließe bei A und B hier einen kleinen Kondensator an, dann kann ich, wenn ich hier eine Sinusschwingung habe und hier eine Rechteckschwingung an den, als Signal AB, dann kann ich diese Schwingungen hier wieder rausholen. Und das nennt man hier dann einen Multiplexer. Multiplexer, der wählt eins der Signale aus und schickt es auf diese Leitung und das nennt man hier dann logischerweise einen D-Multiplexer und der nimmt dieses Signal, was zwischen verschiedenen Signalen hin und her schaltet und verteilt es wieder auf diese Geschichten. Und es gibt natürlich noch viel mehr andere Anwendungen. Wenn der Operationsverstärker das universelle Bauelement ist in der Analogelektronik, dann sind diese Geschichten hier universelle Bauelemente im digitalen Bereich, in dem Sinn, dass man damit auch alle möglichen Logikfunktionen herstellen kann. Nehmen wir zum Beispiel den Inverter. Der hat ja hier einen Eingang E und einen Ausgang A. Und A ist genau das Gegenteil von E. Und das kann man natürlich mit so einem Umschalter auch machen. Sagen wir in der Ruhelage
ist er hier unten. Und hier ist der Ausgang A und hier ist der Eingang E. Ja, und wenn E 0 ist, dann soll A ja 1 liefern. Also schließe ich das hier an die positive Versorgungsspannung an. Und wenn E 1 ist, dann springt die ja nach oben. Dann schließe ich das hier einfach an Ground an. Und dann kommt hier, wenn hier 1 ist, 0 ist, 0 raus. Und wenn hier 0 ist, kommt die 1 raus. Oder auch kleine Übung noch, wo wir gerade dabei sind. Was passiert, wenn ich zwei Eingänge habe? Sagen wir mal, hier ist der Ausgang A und hier ist der Eingang E1 und hier ist der Eingang E2 und das hier lege ich auf Ground. Jetzt machen wir mal eine Tabelle, eine sogenannte Wahrheitstabelle. Dann haben wir hier den Ausgang, hier E1, hier E2 und dann gibt es vier Möglichkeiten. Entweder sind beide Eingänge 0. Wenn E1 0 ist, dann bleibt der Schalter so wie er ist. Dann kommt also 0 raus, völlig egal, was E2 macht. Ja, weil E2 ist ja hier gar nicht angeschaltet. Also wenn E2 1 ist, dann kommt bei A trotzdem 0 raus. Wenn E1 1 ist, dann ist ja der Schalter oben. Dann hängt es also von E2 ab. Wenn also E1 1 ist, dann ist das hier verbunden. Und wenn E2 dann 0 ist, dann kommt 0 raus. Und wenn E2 1 ist, dann kommt auch 1 raus. Also es kommt nur 1 raus, wenn beide Eingänge 1 sind. Und das ist die und Schaltung. Und so kann man auch die Oder-Schaltung machen und alle möglichen Geschichten. Also mit ein oder manchmal auch zwei solchen CMOS-Umschaltern. Und CMOS steht übrigens für den inneren Aufbau, davon eben zum späteren Zeitpunkt mehr. Kann man diverse Logikfunktionen machen. Und wir werden das auch noch besprechen für die Robotik, was da alles geht. Aber zum Abschluss habe ich mir eine lustige Schaltung überlegt, die zwei Dinge kombiniert. Erstens setzt sie diese Umschalter ein an einem Oszillator. Und zweitens habe ich eine Schaltung, die die Spannung langsam absenkt. Fangen wir erstmal mit den Oszillatoren an. Ich habe also, ich skizziere es nur so, aber man kann es sich vorstellen, ich habe hier meinen Schmidt-Trigger-Inverter und ich habe hier, ich mache es nur ganz kursorisch, die 47 Kiloohm mit den 10 Nanofarad, so wie mehrfach oben schon gezeichnet, für die Grundschwingung. Und dann habe ich hier 1, 2, 3 Widerstände parallel. Und ich mache jetzt nicht den ganzen Kasten hin, sondern deute nur die Schalter an, die quasi hier mit dran. Und wie viele Kombinationen kriege ich da? Da kriege ich 8 Kombinationen. Kombinationen. Nämlich, wenn ich die Schalter hier mal mit A, B, C, D benenne, mit A, B, C natürlich nur, dann kann ich natürlich 000, 001 und so weiter bis 111 und es sind genau 8 Kombinationen. Also diese vier Widerstände zusammen geben insgesamt 8 verschiedene Gesamtwiderstände, je nachdem wie viele Schalter hier zu sind, sodass ich 8 verschiedene Frequenzen habe. Und wer macht diese Schalter auf und zu? Naja, ich habe ja in einem 4006, habe ich ja, das ist ja ein Hex-Inverter, also habe ich 6 mal so ein Schmidt-Trigger-Inverter drin. Einen verwende ich für diesen Oszillator und 3 weitere verwende ich, um diese Schalter hier ein- und auszumachen. Ja, das heißt, dieser Eingang E1, da muss ich vorstellen, an jeder dieser Positionen ist so ein Umschalter und an diesem Eingang E1, der dann, also der diesen, machen wir mal hier, der diesen Schalter umlegt, habe ich einen weiteren Oszillator mit einer festen Frequenz. Und sozusagen, damit wer Lust hat, es nachzubauen, 10 Nanofarad hier, dann habe ich hier 47K, hier habe ich auch 47K, dann habe ich noch 100K und dann habe ich 560K. Damit gehen also verschiedene Widerstandswerte und die Frequenzen sind dann entsprechend umgekehrt. Je tiefer, je niedriger der Widerstand, desto höher die Frequenz, umgekehrt proportional. Und die Oszillatoren, die diese drei Umschalter hin und her schalten, die haben folgende Widerstandskondensatorkombination, Tau 1, Tau 2, Tau 3. Machen wir da ist gleich, ist gleich, ist gleich. Das eine ist 1 Mikrofarad mal 2
1,2 Megaohm, das andere ist 1 Mikrofarad mal 1 Megaohm und das dritte schließlich sind 10 Mikrofarad mal 560 K. Und die sind unterschiedlich schnell und langsam, aber ich lade euch ein, da gleich mal reinzuhören. Das heißt, die Schaltung besteht aus einem 4006 und aus dem IC, was wir gleich noch sehen werden, wo drei solche Umschalter drin sind. Machen wir das doch jetzt gleich an der Stelle. Also das IC heißt 4053. 4053. Und das ist ein Triple, weil eben davon drei Stück drin sind. CMOS Switch. Und dann versuche ich das mal möglichst übersichtlich hinzukriegen. Wir besprechen noch nicht komplett alle Funktionen. Dann gibt es also noch ein paar verteilte. Das sind 16-poliges. Das heißt, fangen wir hier mal mit 4 an. Und dann erweitern wir das auf 8 Anschlüsse. Und dann müssten wir jetzt auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kommen. Und zunächst mal für unseren Gebrauch hier legen wir diese drei Pins auf Ground. Das hier ist tatsächlich Ground. Das ist ein negativer Anschluss, der, wenn wir nur eine Stromversorgung haben, auch auf Ground kommt. Und das ist ein Inhibit-Ausgang, der alle Schalter komplett ausmacht. Wenn man den auf 1 setzt, den machen wir auch auf 0. Aber lange Rede, kurzer Sinn, die drei alle auf 0. Und hier oben wird die positive Versorgungsspannung angeschlossen. Und dann haben wir hier die Eingänge zu den drei Schaltern. Das heißt, jetzt müssten wir hier noch genau übrig haben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und hier, das kommt hin. Also ich gebe mir mal Mühe, fangen wir mal an mit Rot. Also das ist der rote Kontrolleingang A und der geht an den Umschalter hier, zack, 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 hier rüber, hier rein, hier und hier. Ja, also wer will, kann auch das Kästchen hier hinmalen. Das heißt, das ist der gemeine Anschluss und zwischen diesen beiden hier wird hin und her geschaltet. Wenn A 0 ist, dann ist es so verbunden wie jetzt. Wenn A 1 ist, dann sind diese beiden hier verbunden. Und dann haben wir noch einen Schalter in grün. Male ich den, der liegt hier oben. Da haben wir also hier und hier und hier, geht es rüber. Und der liegt für 0, liegt der hier unten und klappt dann nach oben. Das heißt, hier ist der zweite Schalter. Und der wird an der Stelle umgeschaltet. Also hier ist sozusagen logisches 0 oder 1. Und dann verändert sich hier die Verbindung. Und der dritte in blau, sieht man schon, ahnt man, ist dann hier C. Und das sind diese drei. Und zwar geht der hier in der Mitte. Und der schaltet dann zwischen diesem Anschluss und diesem Anschluss um. Und zwar ist der, wenn 0 ist, nach hier unten. Und dann machen wir hier noch einen Kasten drum. Das sind die drei Umschalter, so liegen die im Gehäuse drin. Hier also Pin 1, Pin 2, Pin 3 und so weiter bis Pin 8. Und hier ist dann Pin 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Pin 16. Nicht verzählen, weil sonst haben wir häufig so 14-polige und beim 16-poligen ist es sozusagen hier eins länger. Okay, ja, damit habe ich fast alles erklärt, bevor es in die Show geht. Eins noch. Diese Schaltung mit den, wie viele Oszillatoren haben wir? 4 Oszillatoren, einen Audio-Oszillator und 3 Oszillator, die diese umschalten. Ne? 3 Rechteck-Oszillatoren gehen an A, B und C und die schalten hiermit die Widerstände um. Nochmal zur Erinnerung, das hier ist die Oszillatorschaltung und diese drei Umschalter werden mit diesen drei bunten Umschaltern gemacht. Und also insgesamt 4 Oszillatoren. Und das Signal, die Mixtur, die kommt dann quasi, oder heißt nicht die Mixtur, sondern das ist dann mal langsamer und mal schneller und mal ganz langsam, je nachdem. Also diese modulierte Frequenz kommt hier raus. Und die Stromversorgung von diesen beiden ICs, die habe ich jetzt mal nicht komplett an die Batterie gehangen, sondern hier können wir auch mal testen, was passiert, wenn die Spannung langsam sinkt. Dann hat man nämlich unterschiedliche Phänomene, nämlich die 4 Oszillatoren sollten ja alle ihre eigene Frequenz haben,
Aber wenn die Spannung langsam absinkt, dann fangen an, diese Oszillatoren sich gegenseitig zu synchronisieren. Also angenommen, wir haben hier einen, der schwingt so und einen, der schwingt mit der doppelten Frequenz, aber nicht ganz, sodass die Flanken hier 1, 2, 1, 2, 1, 2 vielleicht wegdriften, sodass nur das verschiebt sich immer gegeneinander. Aber bei bestimmten niedrigen Spannungen, da synchronisieren sich die eben doch, sodass die Flanken hier dann sind die phasenstarr, ja, nennt man das. Das heißt, diese Frequenz ist genau exakt die doppelte Frequenz für die und die laufen dann nicht aneinander vorbei. Und das kann man am besten, kann man sich natürlich auch visuell angucken mit LEDs, aber das Auge hat da keine Chance und das Gehirn auch nicht. Wenn man das mal anhört, dann kann man die Melodien und Rhythmen erkennen und dann merkt man, zu welchem Zeitpunkt was passiert. Also habe ich hier die Betriebsspannung, UB, Betriebsspannung genommen und hier habe ich einfach einen halben TCA 0372 genommen. Das ist ja hier unser Leistungs-OP und da habe ich, den habe ich als Impedanzwandler geschaltet. Das heißt, die Spannung, die hier am Kondensator anliegt, die liegt auch hier an. Also habe ich hier einen 100 μ Kondensator genommen und einen Taster, diesmal einen normalen mechanischen Taster nach Plus, den ich selber betätigt habe von Hand. Und dann ist der voll aufgeladen und hier kommt dann, naja, nicht die ganze Spannung. Wir wissen, der TCA 0372, der verliert dann auch mal irgendwie 0,8 Volt da oben. Also anstatt der 8 Volt meiner Batterie kommt dann hier noch irgendwie, keine Ahnung, 7,2 raus. Und der geht aber auch nicht komplett bis auf 0 Volt runter, was auch ärgerlich ist. Also was habe ich gemacht? Ich habe hier noch eine kleine Diode eingefügt, eine 1N4148. Denn da verlieren wir auch nochmal 0,7 Volt in diese Richtung. Das heißt, hier ist es 0,7 Volt niedriger. Die ist nicht sehr schön gezeichnet. Ich male sie hier nochmal separat hin. Ja, also das ist das, was hier ist. Und diese Spannung hier, die habe ich ans Multimeter angeschlossen. Also Multimeter, damit wir wissen, wo wir gerade sind mit der Spannung. Der andere Pol muss natürlich auf Ground liegen. Und dann zum Spaß mit den 3K9 Vorwiderständen eine LED blau und eine LED rot mit dem 3K9. Das mache ich jetzt einfach mir so. Rot und was hatte ich gesagt? Blau. Um die haben hier unterschiedliche Vorwärtsspannungen. Also wir wissen, die blaue braucht mehr Spannung, die wird dann also irgendwann dunkler werden, dann ganz ausgehen, aber die rote leuchtet noch länger und irgendwann wird auch die dunkler und ganz ausgehen. Und die spannende Frage ist, was machen die Oszillatoren, wie lange schwingen die, wie lange kann man das noch hören, was passiert mit dieser Synchronisationsgeschichte. Das ist also mal ein offenes Abenteuer und ich denke, was ich noch sagen muss, natürlich wird dieser Kondensator hier über den Widerstand entladen, ist ja klar. Also das sind hier 560 Kiloohm und damit geht es langsam runter. Ist noch ein bisschen, ich habe hier noch was eingeflickt, aber das spielt keine Rolle, diese Details. Auf jeden Fall entlädt sich der Kondensator langsam, die Spannung geht hier runter, dann gehen irgendwann die LEDs aus und was diese Oszillatoren machen und wie die sich synchronisieren, wie sich das anhört, das hören wir uns jetzt gleich an. Ich muss gestehen, damit das nicht ganz unerträglich ist, sondern damit man da auch mal richtig hinhören kann, habe ich noch einen kleinen Chorus drüber gelegt und dann habe ich das in einen dunklen Hall reingeworfen. Damit kann man sich, glaube ich, die komplette Zeit anhören. Ich freue mich auf das nächste Video, dass wir uns alle wieder hören und sehen und sage bis dahin Tschüss und viel Spaß beim Kakophonator.